Ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind bei mir im Interview. Herr Braun, Sie haben ein Buch geschrieben, Nachdenken über Geld, beziehungsweise über Geld nachdenken. Herr Braun, noch ein Buch über Finanzen. Wieso das? Ja, also eigentlich habe ich mir überlegt, also wenn ich Finanzratgeber lese oder mir anschaue, warum habe ich eigentlich keine Lust, die zu lesen? Also warum habe ich eigentlich keine Lust, die zu lesen? Selbst die guten, die relativ wenige sind, die dann fachlich in Ordnung sind. Und ich habe mir gedacht, wie müsste eigentlich ein Finanzratgeber aussehen, den ich selber lesen würde? Und wie würde ein Finanzratgeber aussehen für Menschen, die nie einen Finanzratgeber lesen würden? Okay. Und dann habe ich gesagt, dann versuche ich das einfach mal selber. Und das Buch heißt Über Geld nachdenken. Denken wir insgesamt falsch über Geld nach oder zu wenig? Ich würde sagen, erstmal denken wir viel zu viel an Geld. Also Okay. es bestimmt unser permanentes Leben, angefangen mit Beziehungsstreitigkeiten um Geld, einem permanenten Gefühl, man hätte zu wenig, man bräuchte mehr, ein Abwägen, was man dafür kauft, eine Sehnsucht und Hoffnung, mehr zu verdienen, mehr zu haben, Abwertung von anderen Leuten, weil man meint, ja, das sind ja irgendwie entweder arme Schlucker oder Bonzen. Und man hat eine ganze Menge, man denkt sehr, sehr viel an Geld, aber sehr wenig nach. Und insofern, ich glaube, man stellt sich die falschen Fragen, hat die falschen Gedanken. Und diese falschen Gedanken gehen mehr so in Richtung, ja, kurzfristige Maximierung von Finanzen, Status. Und ich meine, wir haben ja auch mal das spöttisch unser Interview mal als Arbeitstitel mit Geld ist Männersache genannt. Und das sind häufig Männer. Also es sind leider häufig Männer, die diese schlechten Gedenkmuster bezüglich Geld haben. Also sozusagen ihr eigenes Ego, ihre Männlichkeit da spazieren fahren. Und das machen Frauen, so glaube ich, nach meiner Sicht wenig. Ne? Das hat sowas, bisschen was sowas Präpotentes, dass man vor die Tür geht und guckt, wer kann ein größeres Loch in den Schnee pinkeln. Das heißt, was ist denn dieses negative Denken, wenn Sie schon mal das angesprochen haben? Was sehen Sie darunter? Also Geld als Image, als Verstärkung der eigenen Persönlichkeit zu sehen? Genau, als Instrument, um eventuell Macht auszuüben, der Eigendefinition. Häufig oder fast immer in so einem Vergleichsmodus habe ich mehr oder weniger als gekoppelt dann entweder an Neid oder völlig unbegründete Überlegenheitsgefühle. Und sag mal so, wenn mir das passiert und ich meine, durch meinen Beruf bedingt, verwickeln mich auch dann manchmal Leute, ich spreche in Geld, wenn dann auf irgendwelchen Partys ist, als es das noch gab und vielleicht gibt es das ja auch bald wieder. Und Leute, die man da nicht so gut kennt, ich gucke mal eigentlich da meistens, dass ich irgendwie in den Nachbarraum gehe, wo sich Leute irgendwie über ihre Kinder oder meinetwegen auch über Fußball unterhalten, aber bitte nicht über die nächstletzte tolle Investition, die sie am Kapitalmarkt hatten oder was sie sich für ein tolles Auto gekauft haben. Sie sagen, wir denken nicht wirklich über Geld nach, wir reden nicht über Geld, wir stellen nicht die richtigen Fragen. Was wären denn wirklich gute Fragen, die wir uns selbst persönlich stellen können, wenn wir an Geld denken oder über Geld nachdenken? Ich glaube, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, wir leben da bezüglich Geld in so einer Art Kommunikationslosigkeit. Ja, was witzig ist, weil ich glaube, die deutsche Sprache hat mehr als 100 Synonyme für Geld. Also irgendwie Kies, Moos, Asche. Also, Pasta, ich habe es ja. neulich mit meiner Tochter im Auto probiert und wir sind irgendwie bis 80 gekommen innerhalb von einer halben Stunde. Es ist nicht schlecht für etwas, worüber man eigentlich nachdenken und reden kann. Ne? Und das kommt, da gibt es dann häufig so Glaubenssätze, die man sozusagen mitzementiert kriegt aus der eigenen Kindheit. Einer meiner aus meiner eigenen Kindheit. So, du, Mama, der Niki ist gestern mit seinen Eltern in der Oper gewesen. Ah, Opa ist was für Bonzen. Also erstens, eine gesamte Gruppe wird aufgrund ihres Vermögenshintergrunds abqualifiziert. Eine wunderbare Kunstform wird abqualifiziert als für moralisch fragwürdige Menschen geeignet. Und falls dieses Kind jemals selber finanziell erfolgreich sein wollte, weiß man gleich, wo es moralisch einzuordnen ist. Da wird also ein Präventivschlag gegen zukünftigen Erfolg. Gibt es aber natürlich auch umgekehrt. Ne? Also Geld hat man, darüber redet man nicht oder so ein elitäres Getue. Und mit diesen Glaubenssätzen lebt man da so vor sich hin und die muss man, glaube ich, erstmal ein Stück weit offenlegen und hinter sich lassen. Und also aus meiner Sicht gute Fragen. Was sind gute Fragen zu Geld? Ja, warum ist Geld wichtig für mich? Was hat Geld eigentlich damit zu tun, wer ich bin? Wo kann es in meinem Leben einen positiven Effekt haben? Und da kriegt man dann meistens so eine Antwort wie ja, Unabhängigkeit. Und dann sollte man fragen, was heißt denn Unabhängigkeit für mich? Heißt Unabhängigkeit für mich, ich kann jederzeit meinen Job wechseln, wenn ich da keine Lust mehr habe? Oder heißt es, ach, ich finde meinen Partner super, aber finanziell abhängig von dem sein möchte ich nicht? Oder heißt es, ach, ich möchte jedes Jahr dreimal in Urlaub fahren können? Oder die Ausbildung meiner Kinder finanzieren. Und man könnte dann immer wieder warum fragen. Gute Frage ist, für wen trage ich finanziell Verantwortung, außer für mich selber? Oder
So eine Hilfsfrage, die ich ganz gut finde, ist: Stellen Sie sich vor, 5 Millionen Euro fallen vom Himmel vor Ihre Tür. Was ändern Sie an Ihrem Leben? Ändern Sie irgendwas? Sie haben auf einmal unlimitiert Geld und unlimitiert Zeit. Was wollen Sie in Ihrem Leben verändern? Mhm. Und dann dahinter die Frage gestellt: Warum machen Sie es denn nicht ohne den 5 Millionen? Also wie viel bräuchten Sie denn, dass Sie da was ändern? Ja. Und ich weiß nicht, ob Sie mal über diesen buddhistischen Finanzberater George Kinder gestolpert sind. Ja, ja. Also das ist eine seiner berühmten drei Fragen. Und er hat ja noch mal eine noch mal heftigere Frage, die heißt: Stellen Sie sich vor, Ihr Arzt sagt Ihnen, dass Sie die nächsten 24 Stunden nicht überleben. Und was hätten Sie geändert? Also was bereuen Sie? Ja. Wer wären Sie lieber gewesen oder was hätten Sie getan? Und da kommen sicherlich Sachen nach oben, wo Geld hätte helfen können. Die meisten Leute bereuen nicht, dass sie nochmal eine extra Schicht im Büro hatten. Ja, also, dass sie die ausgelassen haben, sondern andere Sachen. Ja, das klingt ja sehr philosophisch und auch psychologisch. Ihr Buch, das ist der Einstieg ins Buch. Ihr Buch hat aber noch ganz viel mehr Aspekte. Bei den Finanzen, Herr Braun, im Grunde ist das Handwerkszeug, liegt das ja auf dem Tisch. Was lerne ich jetzt in Ihrem Buch? Was lerne ich für Anleitungen? Was machen Sie anders? Oder sagen Sie, was ist die Quintessenz Ihres Buches? Mal abgesehen von der Frage über Geld nachdenken. Also ich glaube, die Quintessenz ist, dass man für sich selber nicht die beste Lösung braucht. Man braucht noch nicht mal eine sehr gute Lösung in Bezug, sagen wir mal, Sparen, Investments oder auch bei der Immobilie, sondern man braucht einfach eine Lösung, die gut genug ist und die transparent ist, die einfach zu beherrschen ist. Also wenn ich mich in diesem Umsetzungsteil um irgendwas bemüht habe, dann die Dinge bis zur Unerträglichkeit zu vereinfachen. Ja, und selbst mir, ich meine, ich bin Vermögensverwalter, ja, an sich kriege ich Bauchschmerzen, wenn ihr da steht, ach, kauft ihr doch ein All-Country-World-ETF und legt den Rest irgendwie unter das Kopfkissen oder auf die Bank, solange es nicht mehr als 100.000 Euro sind, und lass gut sein. Aber die Lösung, die ist nicht wirklich richtig gut, die ist nicht toll, aber die ist viel, viel besser als das, was ich so jeden Tag sehe. Die ist viel, viel besser als das, mit dem sich die meisten Leute rumquälen. Deshalb habe ich mir eigentlich auch große Mühe gegeben, bevor ich sozusagen diesen schlanken Umsetzungsteil geschrieben habe, Leuten zu helfen, sich klarzumachen, wie er eigentlich im Weg ist bei einer guten Finanzentscheidung. Das sind Sie selber oder Berater? Genau, also das sind eigentlich die beiden großen Feinde, die ein Mensch, ein Privatanleger, in einem guten Umgang mit Geld hat. Das ist sozusagen die eigene Emotionalität, Irrationalität, dieses Nichtreflektieren der eigenen Glaubenssätze, Angst, Gier, manchmal auch nur die Faulheit, einen Taschenrechner in die Hand zu nehmen und so nachzuprüfen, ob was einfach nicht gehen kann. Und diese eigene Emotionalität, die hat so eine Art unheilige Allianz mit der Finanzindustrie, die einfach die entsprechenden Produkte, die eben an diese Irrationalitäten ankoppeln, Verlustaversion. Ja, wir haben einen Garantiefonds. Ist das nicht toll? Kann ich gar nichts mehr verlieren? Oder die von den neuen Megatrends, das ist ja auch so eine Beleidigung dieses Intellekts, diese Begriffe, ja, appellieren. Und diese Finanzindustrie, / auch Finanzpresse, nennen wir es mal Financial Entertainment, um hässlichere Worte zu vermeiden, die koppeln genau da an. Und wenn ich das mal für mich geklärt habe, dass ich A, auf mich selber aufpassen muss, und B, mal diesen ganzen Quatsch ausschalten muss, dann bin ich schon einen Riesenschritt weiter. Also einer meiner Lieblingszitate von Gerd Kommer, ich bin mir gar nicht sicher, was irgendwo geschrieben hat, und ich habe es mal auf dem Vortrag gehört, ist: Weißt du, Niki, Kapitalanlage ist eigentlich nur die großen Fehler vermeiden. Ja. Und das, was dann überbleibt, das macht man dann. Okay. Herr Braun, Sie sind ja promovierter Historiker und jetzt seit 12 Jahren Honorarberater. Gibt es was uns die Geschichte lehrt, damit wir bessere Anlegerinnen werden oder sind? Das erwischt mich ja jetzt sozusagen auf zwei Ebenen. Sozusagen in meiner Ebene als Historiker, wo ich natürlich vehement ablehnen würde, dass man irgendwas aus Geschichte lernen kann, weil es eben jede Epoche ist, wie schon Leopold von Ranke gesagt hat, unmittelbar zu Gott. Und man kann das eigentlich nicht vergleichen. Und natürlich durchaus Mustern, die man immer und immer und immer und immer wieder erkennt. Und das sind auch eben diese Muster von Gier. Ich meine, man muss sich nur den Tulpenwahn in Holland im 18. oder 17. Jahrhundert erinnern, an Spekulationsblasen in Amerika während der großen Projekte im Eisenbahnbau. Das sind immer wieder diese Dinger, oh, this time it's different. Diesmal geht es nur bergauf
Und natürlich genauso in der Panik. Die alten Gesetze gelten nicht mehr. Die Welt geht unter. Jetzt, ich verstehe das total, was Sie mir erklärt haben, Herr Braun, aber mit Corona ist ganz völlig klar, jetzt gehen die Lichter aus und da können wir nicht davon ausgehen, dass es sich wiederholt. Also diese Sachen, das sind so Muster, die sieht man immer wieder und die liegen natürlich daran, dass unsere DNA nicht wirklich geeignet ist, so die Art, wie wir verkabelt sind, um rational am Kapital zu agieren. Unsere DNA ist letztendlich immer noch für ein Leben in der Savanne. Ja. Ja, Säbelzahntiger, Tiger, ja. Angst, Flucht oder Angriff. Ja. Flucht oder Angriff ist im Fall einer Börsenkrise gar nicht schlecht. Angriff heißt, die rufen mich an und schreien mich an, weil ich es ihnen empfohlen habe. Flucht heißt, ich verkaufe alles. Dann lieber hier furios sein und sie anrufen. Ja, es gibt noch eine dritte, es gibt tatsächlich noch eine Überlebensstrategie, die ist sozusagen noch älter als Flucht oder Angriff. Also die könnte man sozusagen so weit in unserer Ahnenkette zurückverfolgen, noch lange bevor wir überhaupt erstmal auf Bäume hochgestiegen sind, geschweige wieder runter, und das wäre Todstellen. Todstellen ist eine gute Strategie. Stimmt. Ja, insbesondere in Krisenphasen. Ja. So das mache ich. Das ist dann meins. Mach den Laptop zu. Ja, genau. Post nicht mehr aufmachen, wegschieben. Dann kauft man zwar nicht günstig nach in der Krise, aber man verscherbelt wenigstens nicht alles. Ja, ja, genau. Und natürlich also vielleicht noch eine historische Konstante, die es sicher auch gibt. Es gibt ja diesen unglaublich literarisch spannenden Typus des Hochstaplers und Betrügers. Der die Geschichten erzählt, den die armen Idioten und Privatanleger alle auf Nein gehen. Auch das ist, glaube ich, eine sehr lange Konstante, ja. Dass einfach sehr kreative und kluge, wenn auch nicht moralisch immer einwandfreie Menschen sich tolle Geschichten einfallen lassen, um Privatanleger das Geld aus der Tasche zu ziehen. Herr Braun, in meinen Coachings mit Frauen, aber auch teils in Paaren, da beobachte ich doch immer wieder interessante Phänomene, nämlich dass entweder Frauen und Männer gut mit Geld erstens umgehen, zweitens auch gut darüber reden, manchmal aber auch nicht, beziehungsweise viele Paare doch eher nicht. Also Sie hatten es schon angesprochen, Kommunikationslosigkeit oder Kommunikationsmachtgefälle. Sie sind ja nun Honorarberater, jeden Tag in der Praxis. Sitzen da gleichberechtigte Paare vor Ihnen oder wer sitzt da hauptsächlich vor Ihnen? Wie beobachten Sie das oder erfahren und erleben Sie das? Also eine These, die ich hätte, ist schon, dass Geld eines der letzten Bastionen des Patriarchats ist. Also da bin ich sehr überzeugt davon. Es ist ja häufig so ein liebevolles Patriarchat. Also ich erlebe das schon so. Beide Partner haben häufig in puncto Geld ein erstaunliches Maß an Inkompetenz. Also so wie halt alle normalen Menschen auch. Ja, so. Und jetzt ist die Frau ganz froh darum, dass der Mann sich dieses leidigen Themas annimmt. Der macht es dann häufig mehr nolens volens, manchmal auch mit Hingabe und Begeisterung. Und übernimmt diesen undankbaren Job. Und auf die Weise entsteht natürlich potenziell so eine Art schleichende Entmündigung. Und vor allem natürlich eine gewisse Illusion. Also wir erleben das, wenn wir mit Paar, also wir legen immer Wert darauf, dass wenn wir einen neuen Mandanten nehmen, das sind Paare, dass wir die beide kennenlernen. Mhm. Insbesondere, dass sie beim ersten Gespräch dabei sind. Da merkt man schon, die Männer haben meistens oder häufig einen höheren Redeanteil. Frauen sitzen manchmal passiv daneben oder eher spöttisch kommentierend und korrigierend, dass das sehr lustig ist, so wie so ein Aufsichtsratsvorsitzender. Aber es gibt so diese Illusion, die Frau meint, ja, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber mein Mann wird es schon kapiert haben, den frage ich mal nachher. Der Mann lässt sich natürlich nicht anmerken, dass er nichts verstanden hat, weil wir das irgendwie schlecht erklärt haben. Das läuft meistens sehr, sehr liebevoll. Und ich glaube, dass auch dann intern in der Abstimmung auf so einer gewissen Ebene da selten einsame Entscheidungen gefällt werden, sondern wobei ich die dann, glaube ich, eher so auf so jemanden, wie fandst du die? Wollen wir mit denen zusammenarbeiten? Weiß nicht. Ja, glaube schon. Also auf der emotionalen Ebene, ja. Nicht auf der fachlichen. Ja. Und ich glaube, dass das eine Konstante ist, die tatsächlich, also dieses Finanzpatriarchat, meistens eben so liebevoll, übernehmend bis bevormundend, selten relativ brachial. Das, glaube ich, funktioniert sogar echt noch in der Generation meiner Kinder weiter. Mhm. Also ich habe mich neulich eben mit einem Finanzjournalisten unterhalten, der auch ein sehr schönes Buch über Geld geschrieben hat, eben für eine junge Generation. Und er letztlich auch sagt, naja, also viele der Frauen in seinem Umfeld, er ist jetzt so, als er das geschrieben hat, war er Ende 20, verhalten sich da auch zum Teil kleine Prinzessinnen und sagen, du großer Prinz, übernimm das. Und das ist natürlich total
naja, das ist nicht schlappend, das ist nicht gut, ne? Das ist nicht klug. Das ist einfach ein wichtiger Teil eines gelungenen Lebens, als dass ich das komplett delegieren kann. Sprechen Sie die Frauen dann auch direkt an und fragen, was wollen Sie? Wie stellen Sie sich das vor? Na, von wegen, was wollen Sie von Geld? Weil wenn Sie sagen, die Frauen, also wir möchten, dass die Frauen dann auch mit da sitzen, ne, dann haben Sie ja auch einen direkten Einfluss drauf, das Machtgefälle oder vielleicht liebevolle Patriarchat, was ich mal so in Anführungsstrichen setzen würde, ja auch mit vielleicht ein bisschen aufzubrechen oder zumindest einen Ja, na Schubs zu klar. geben. Nein, nein, das tun wir schon natürlich. Also wenn die Gespräche gut laufen und wenn das Paar, was uns gegenüber sitzt, gut eingespielt ist und man merkt eigentlich, die interagieren gut miteinander, dann reflektieren die erstaunlich viel mit. Also gerade heute früh hatten wir so ein Gespräch, wo sich ja angeschaut hat, fängst du an, fang ich an, nur mach mal, sag du mal was. Na gut, dann mache ich halt, dann fängt der Mann an. Und dann erzählt sie danach, sie ist komplett anders mit Geld groß geworden. Ja. Sag mal, wie hat sie das formuliert? Wurscht geht wieder zu Wurscht oder so ähnlich. Also sprich, irgendwie, wenn man aus einfachen Verhältnissen kommt, dann bleibt man dabei. Also er kam eher aus so einer gesettelten Familie und sie aus einer Familie, wo Geld eher knapp war. Zwar auch irgendwie einigermaßen sicher, aber. Und die hatten das erstaunlich ganz gut beide mitreflektiert und haben auch untereinander ihre Zielvorstellungen. Ja, wie wichtig ist ihnen Nachhaltigkeit zum Beispiel? Oder regt sie das auf, wenn am Kapitalmarkt auf einmal ein Loch ist von 25%? Da haben wir schon von beiden nachgefragt und da hatten die ein hohes Maß an Einigkeit. Umgekehrt die Aussage, naja, um den ganzen Mist hat sich bisher mein Mann gekümmert. Nach 90 Minuten Gespräch waren wir dann doch überzeugt, bisher hat sich überhaupt niemand drum gekümmert. Das hat sich halt Das einfach macht nur so Sinn. ergeben. Ja, Also. ich bin ja mit meinen Frauen dabei. Geld ist natürlich Frauensache und Männersache. Für jeden eine gute und wichtige Sache. Und ich wünsche mir, dass die Frauen da tatsächlich auch selbstbewusster, genau mit Honorarberaterinnen auch zusammenarbeiten und da auch hingehen und überhaupt sich selber mit drum kümmern, um eben auch in dem Bereich eine Gleichberechtigung zu erreichen. Also was wir schon wirklich als hart, annähernd hartes Kriterium, wenn es nicht irrsinnig gute Gründe ist, dass wir sagen, wir akzeptieren keine neuen Mandanten, wenn wir nicht beide Partner kennengelernt haben. Das machen wir nicht. Also einsame Entscheidung durch einen, und das ist halt dann meistens ein Mann, da machen wir nicht mit. Und zwar nicht, weil wir jetzt irgendwie Vorkämpfer des Feminismus sind. Da bin ich jetzt, sagen wir mal, nur halb leidenschaftlich, irgendwie ein Stück weit vielleicht auch, ja, also, aber da gibt es in meiner Familie andere, die diese Rolle übernehmen, sondern auch als Schutz für den Mann. Das ist an sich auch eine ganz, ganz dumme Geschichte, hier einsame Entscheidungen zu fällen. Und dann lässt man sich ein auf meinetwegen eine wirklich gute, rationale Kapitalmarktstrategie. Dann kommt ein Jahr wie Corona, das Portfolio ist trotzdem 25% unter Wasser. Und wenn dann die Frau daheim ist, die nicht ins Boot geholt wurde, der das nicht erklärt wurde, wie das funktioniert, der man nicht gesagt hat, dass sowas nicht passieren kann, sondern dass es sogar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann passieren muss. Und die sagt dann, du hast entschieden, du, ich habe das eh nicht gewollt, aber du hast alle besser gewissen. Jetzt stehen wir hier vor den Scherben und dann hat er A, den temporären Vermögensverlust in seinem Portfolio, eine super Stress in seiner Beziehung und eventuell so viel Streufeuer daheim, dass er dann zur Unzeit, Thema Gier oder Angst in dem Fall, das Portfolio umschmeißt. Das ist einfach auch nicht klug. Und insofern auch da, wenn ich behaupte, Geld ist Männersache, leicht spöttisch natürlich, ein kluger Mann, der meint, dass Geld Männersache ist, ist bestens beraten, diese Entscheidung im Konsens mit seiner Frau zu führen. Sonst fällt ja schlechte Beziehungsentscheidung, aber er fällt auch unglaublich schlechte Finanzentscheidung. Sie meinen aber Also, nicht, wenn Sie sagen, Geld ist Männersache, dass das in die Hände von Männern gehört. das meine ich nicht, aber Sie sagen ja ein Stück weit von Ihrem Auftrag und dem Sendungsbewusstsein, Geld ist Frauensachen und Frauen sollen sich dem Thema Geld endlich annehmen. Und das könnte man bei Männern genauso sagen. Die Inkompetenz von Männern im Bereich Geld läuft, glaube ich, nochmal ein Stück weit problematischer. Viele Frauen, wenn ich sie so kennenlerne, sagen, oh, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, ist mir alles so fremd und ich will nicht und ich habe Berührungsängste. Das ist an sich schon mal eine wesentlich bessere Ausgangssituation, um neu dazuzulernen, als wenn man Männer trifft, die meinen, sie wären
in vielen Dingen kompetent und da muss man erstmal durch so einen De-Learning-Prozess, ja. Also es ist völlig unmöglich, fast so einen wiedergeborenen Costolani erstmal dahin zu bringen, dass er weiß, dass er eigentlich gar nichts weiß. Und insofern ist, glaube ich, der Bildungsauftrag gegenüber meinem eigenen Geschlecht anspruchsvoller und noch dringender nötig als bei Frauen, wo man sehr häufig die eine gewisse Demut gegenüber dem Thema haben und sagen, okay, ich merke, ich habe da ein Thema, ich bin da nicht wirklich gut, ich sollte was machen. Und deshalb, ich habe Ihnen das ja schon mal gesagt, deshalb finde ich Ihr Coaching auch so super. Darf ich jetzt hier mal eine Werbeschleife für einen? Das ist wirklich gerne. Einfach toll. Nein, es ist wirklich toll, weil das, glaube ich, für Leute ist, die sagen, ich muss jetzt mal was tun und ich muss das in die eigene Hand nehmen. Ich kann nicht einfach zu der nächsten Bank laufen und ich kann es aber auch nicht irgendwie an meinem Mann oder noch viel schlimmer an meinen Papa delegieren. Und ich muss jetzt mal selber groß sein. Und insofern haben Frauen, glaube ich, sehr viele Voraussetzungen, am Kapitalmarkt erfolgreicher zu sein. Und wenn es schon dieses Thema ist, nicht so ein breites Ego zu haben und ein Bewusstsein dessen, dass man jetzt einfach mal ein paar Dinge erstmal lernen muss, bevor man anfängt, als dass man glaubt, man wäre schon der wiedergeborene Großmeister des Investierens. Genau. Ja, und was ich auch immer wieder feststelle, wenn die Frauen sich einmal damit auseinandergesetzt haben, dann sind sie Feuer und Flamme, die meisten, und machen das auch wirklich gut und graben sich da rein und kommen dann wirklich auch zu langfristigen, guten erstmal Ergebnissen und vor allen Dingen haben sie Freude dran. Und das ist das auch, was ich auch wirklich sehr, sehr, sehr schön finde zu beobachten, dass die dann wirklich das mit Freude machen und mit Begeisterung und Engagement. Also mal, durch diese klassische Rollenverteilung haben wir sehr häufig Männer, also nehmen wir jetzt mal als Primärpartner. Aber wir haben natürlich auch relativ viele Frauen als Kunden oder Kundinnen. Und ich erlebe die da in der Zusammenarbeit meistens als unglaublich gut. Also irgendwie meistens viel schneller dabei, sich richtige Fragen zu stellen. Teilweise auch deutlich gelassener. Und ich meine, es gibt ja so Stereotypen bei Geschlechterbeziehungen von einer Sache, die man, glaube ich, wirklich, die messbar ist, irgendwo oder immer wieder erlebbar, ist diese höhere Maß an Kooperationsfähigkeit. Und da geht weniger ein Denken in Sieger oder Verlierer oder wer ist denn hier der Bestimmer, sondern Ergebnisorientierung. Und als sie zusammenarbeiten mit Frauen, ist im Regelfall super. Also. Dann hoffe ich, dass das so bleibt. Mal Daumen hoch für Frauen und Geldanlage. Herr Braun, Sie haben ja jetzt ein Buch geschrieben, aber Sie haben ja selber, wir alle lesen ja auch selber Bücher. Wir brauchen ja Inspiration auch von außen. Wissen akkumuliert sich ja, also wird ja mehr durch neue Reflexionen und so weiter. Was ist denn ein Buch oder vielleicht zwei Bücher, die Sie besonders inspiriert haben? Nicht unbedingt für dieses Buch auch, aber so generell, die Sie auch gerne als Buchtipps oder als Leseempfehlung weitergeben würden? Ja, wenn ich das darf, würde ich Ihnen 2,5 Buchtipps geben. Also das eine ist von Hans Rosling, das Buch Factfulness. Gibt es mittlerweile, glaube ich, auch auf Deutsch. Heißt, glaube ich, auch Factfulness. Ist ein großartiges Buch darüber, das einem zeigt, dass die Welt trotz aller Ungleichheit und aller Probleme doch in der Tendenz Fortschritte macht. Dass es wir in einer Welt leben, die gar nicht so übel ist, wie wir glauben. Und es ist ein unglaublicher Mutmacher. Und da das doch dazu aus so einer schwedischen Sozialstaatsdenke kommt und nicht aus so einer Denke, der Kapitalismus hat immer recht und uns geht es jetzt bei allen ganz toll, ist das ein wunderbares Buch, was einfach Vermutungen und Werturteile durch statistische Fakten und eine einfach optimistische Lebenseinstellung. Und gerade in diesen Corona-Zeiten, wo einem manchmal tatsächlich die Lebensfreude aus den Knochen gesogen wird, ist das großartig. Das zweite Buch, wenn ich mir überlege, was hat mich so den letzten 10 Jahren wirklich beeinflusst, ist natürlich dieser Klassiker von Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Und ich finde, also das dann zeigt, wie viele kognitive Verzerrungen man hat. Nicht nur im Umgang mit Geld, das spielt dort eher eine untergeordnete Rolle, sondern wie leicht man sich von seiner Intuition täuschen lässt. Das hat für mich völlig verändert, wie ich mein eigenes Handeln hinterfrage. Ich war bis dahin ein großer Verfechter von Bauchentscheidungen und Intuitionen und ich bin das immer noch, aber eine Kontrolle durch den Verstand und ein Nachrechnen ist gut. Sicherlich was Großartiges. Ja. Und das ist ich weiß auch, wie ich das Buch geschenkt bekommen habe von dem Vater des besten Freundes meines ältesten Sohnes, weil wir den 2 Wochen in Urlaub mitgenommen haben. Und ich habe mir gedacht, Karl, geht's ja noch gut, das Ding ist so dick, ist ein Fachbuch über Psychologie. Und dann habe ich angefangen zu lesen, aber war wirklich hin und weg. Also das hat wirklich
sind auch beide Bücher, sowohl Factfulness als auch dieses schnelles Denken, langsames Denken, haben relativ wenig mit Geld zu tun, aber ich glaube, sie transportieren eine Haltung, die es einem ermöglicht, auch rationaler mit Geld umzugehen. Mhm. Und die halbe Empfehlung, die muss ich hinterher schieben. Und das ist für die Leute, die sagen, also so ein Wälzer über Psychologie, dabei ist der, das liest sich super, das liest sich wie ein Roman. Oder auch das Factfulness ist mir zu dick, ist natürlich von Morris Sendak, wo die wilden Kerle wohnen. Das ist einfach ein großartiges Buch. Man braucht ungefähr 5 Minuten, um es zu lesen. Und man kann sein ganzes Leben darin verbringen. Es ist ein Buch, was mich seit meinem 5. Geburtstag begleitet, das ich auswendig kann. Diese wunderbare Geschichte von Max, der in seinem Wolfspilz frech seiner Mama ist und in dieser Nacht in das Land reist, wo die wilden Kerle wohnen. Und es ist großartig. Und das hat das Potenzial, lebensverändernd zu sein. Wenn Sie Kinder haben, Enkel oder dergleichen, ein Leben ohne diesem Buch ist fast nicht gelingbar. Okay, ich habe es noch nicht gelesen. Ja. Oh Gott, ich schicke Ihnen eins. Nein, wirklich, also das ist unglaublich. Das ist die Odyssee in 4 Minuten für Kinder. Das ist also wirklich wunderbar. Okay. Ich glaube, ohne diesem Buch hätte ich meine Kindheit nicht überstanden. Ich schicke es Ihnen. Ja, dann danke ich schön. Und danke für das Interview, Herr Braun. Ja, ich danke.